Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video stelle ich dir GT13 vor und ich werde mit dir über das Thema Erleuchtung sprechen und wie du sie erlangst. In diesem Video geht es um das Thema Erleuchtung und ich möchte dir einen Weg von vielen Wegen, die es gibt, zeigen, wie du diese Erfahrung machen kannst. Und zwar das Ganze basiert auf der Arbeit von Dr. David R. Hawkins. Und dieser Mann, den ich jetzt einblende, ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Menschen, die auf diesem Planeten gelebt haben, weil dieser war in einem sehr, sehr hohen Zustand des Bewusstseins und hat sein Leben damit verbracht, das menschliche Bewusstsein zu erforschen. Er selbst war Leiter in New York von einer psychiatrischen Anstalt und war in einer so hohen Frequenz, dass sie Menschen von Australien eingeflogen haben, dass sie nur mit ihm in einem Raum sein können. Und die sind mit Zwangsjacken eingeflogen und nach 15 Minuten mit David Hawkins in einem Zimmer brauchten die keine Zwangsjacken mehr. Ja, und das hat er nur durch Liebe, nur durch seinen Erleuchtungszustand gemacht. Ja. Und ich habe seine Theorie genommen und habe sie gekoppelt mit anderen Techniken und anderen Wissen über das Thema Erleuchtung und habe daraus das GT13 entwickelt. Und GT13 ist eine Hilfe, die dich, ist ein Weg, der dich dorthin führt in diesen Zustand hinein. Ja. Wichtig vorab ist noch zu wissen, dass ich dass du diese Frequenz GT13 verstärken kannst, indem du die neue Version von The Morning Night hörst, weil die habe ich darauf ausgerichtet, weil wir werden hier Codewörter verankern, dazu werde ich gleich kommen, und diese Codewörter werden wir koppeln mit der Morning Night, damit du sie jeden Tag trainierst und jeden Tag in diese höheren Zustände hineinkommst, zu dem wir gleich jetzt gehen werden. Ja. Ich blende dir jetzt einmal die Bewusstseinstabelle ein, die der Dr. David Hawkins entwickelt hat. In der Mitte siehst du die Neutralität. Ja. Unten drunter sind emotionale Zustände, wie zum Beispiel Verlangen, Angst, Trauer, Kummer, Schmerz, Scham, Schuld, Wut, Zorn und solche Sachen. Das sind alles Gefühle, die dir Energie und Bewusstheit rauben, weil du ja dadurch nachdenken musst, weil es dir dann dadurch schlecht geht. Ja. Und alles, wo der Körper, wo unser Gehirn wie ein Computer arbeiten muss und viel kalkuliert, verbraucht deine Energie und sozusagen auch dein Bewusstsein. Ja. Und es gibt aber Zustände, die dir Energie geben, die dir Bewusstheit geben, ja, wie zum Beispiel, dass du in der Dankbarkeit bist, dass du in der Liebe bist, dass du in der Freude bist, im Frieden und so weiter. Und wenn wir uns auf diese höheren Bewusstseinszustände in den aufhalten, und du kennst das, jeder von uns hat mal so einen Tag gehabt, wo man aufgestanden ist, man war in so einem ultimativen Frieden oder in so einer Freude und da war einfach ein geiler Tag, ja. Und das ist, weil du einfach in diesem Tag heute in der Frequenz schwingst. Ja? Und die Kunst, was wir hier mit GT13 machen, ist, dass wir uns ganz gezielt in die Erleuchtung hinarbeiten. Darum ist es auch ganz wichtig, dass du für dieses Gate das Nutzungsvideo dazu ansiehst, wo ich dir ganz genau die Methode erkläre, wie du vorgehen kannst, um diesen Zustand auch zu erleben. Es wird nicht so sein, dass du es einmal hörst und danach wirst du sofort in der Erleuchtung sein. Kann bei manchen passieren, aber in der Regel ist nicht jeder sofort in diesen ultimativen Frieden, damit er sofort die Brücke schlagen kann zum Awakening-Zustand. Wie gesagt, die Kunst ist, wir werden hier vier verschiedene Codewörter verankern. Das erste Codewort ist das Codewort Love. Ja? Und das wird auch gekoppelt, also wir gehen zuerst in eine Hypnose hinein, ja? Wo eine Tiefenhypnose, kennt man ja vom Gate-Programm, und ab dann werden wir die ganzen Codewörter verankern. Und das erste Codewort ist Love, was sozusagen dich in die bedingungslose Liebe hineinführt. Und das koppeln wir nicht nur mit dem Codewort Love, sondern mit dem Symbol eines Herzens. Also du stellst dir ein Herz vor, rotes, und wiederholst dann mehrmals das Codewort Love und dann wird dein Unterbewusstsein dich in die Liebe führen und du wirst in diesem Liebeszustand sein. Ja? Und du hast ein paar Mal gehört, dass das GT13, vor allem auch in der Kombination mit der Morning Night, dann, also ich kann schon sprechen, weil ich habe die neue Version schon getestet und das funktioniert sehr, sehr gut, dann wirst du sofort merken, wie auf einmal dein Herzchakra aufgeht, wie alle deine Zellen mit dieser Liebe überflutet werden. Ja?
Dann gehen wir über in den nächsten, also das ist kein direkter Sprung, sondern da gibt es eine eigene Technik, die ich dir dann vorstelle, zu der ich dann später komme. Wir springen danach weiter in den nächsten Zustand, und zwar das ist Freude, und das ist das Codewort Joy. Und da stellst du dir eine Blume vor, einfach eine schöne Blume, und wenn du dir vorstellst und das Codewort Joy ein paar Mal wiederholst, dann wird die Freude in dir aktiviert und du kommst in diesen Zustand der Freude, weil Freude erhöht dich von 500 auf 540. Ja. Dann geht es in den Zustand des Friedens, das Codewort Peace. Da stellst du dir eine fliegende Taube vor. Ja. Und das führt dich von 540 auf 600. Ja. Und dann geht es um das Thema Loslassen. Ja. Aber wird mehr zu diesen Techniken dann im Erklärvideo, also zur Nutzung. Dann gibt es eine eigene Methode, wo du loslässt von allem, ja, und dich sozusagen in eine höhere Schwingung bringst und dann dich von allem trennst und loslässt, und dadurch lässt du auch von deinem Ego los und dann kommst du in einen anderen Bewusstseinszustand, und zwar den Awakening-Zustand, ja, und der ist gekoppelt mit dem Codewort Awake, wie man sich schon denken kann, und mit der Visualisierung einer Sonne, wie sie dich erleuchtet, ja. Das ist das. Das sind so die vier Codewörter, die wir hier verankern. Und mit der Morning Night trainieren wir am Ende der Morning Night auch in der Blitzversion immer die, also das, da gehen wir immer in diese Zustände hinein und verankern sie jeden Tag und intensivieren diesen Zustand. Und du wirst dann merken, du bist heute in dem Zustand, morgen mit demselben Codewort in dem, mit demselben in dem, und die anderen Codewörter bringen dich immer höher und du wirst so wie eine Welle jeden Tag höher schlagen und irgendwann wirst du so ausschlagen, dass du dann in den Awakening-Zustand kommst. Und der Awakening-Zustand ist so eine Grenze, also da in der Mitte ist die Neutralität, unten sind die negativen Gefühle, dann die Neutralität und oben bis zum Frieden, bis zur Freude bist du hier oben. Und dann musst du dir das vorstellen wie so Erdschichten. Sagen wir mal, unten ist Lava, das tut weh, das verbrennt dich. Dann kommt eine Übergangsschicht wie Schotter und dann kommt die Erde und so weiter. Und Awakening heißt, du trittst aus der Erde raus und stehst auf einmal da und siehst alles so, wie es wirklich ist und nicht mehr unter der Erde, so kannst du dir das ein bisschen vorstellen, ja, oder einfach wie Erdschichten. Und der Awakening-Zustand ist einfach ein anderer Bewusstseinszustand, der nichts mehr mit den normalen emotionalen Zuständen wie Liebe, Freude und so weiter zu tun hat, weil da wirst du einfach das Sein selbst. Gut, ich erkläre ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben mal die normale Induktion, dann eben die normalen Codewörter. Ich habe hier dann die körperliche Entspannung, wie immer. Dann geht es in das Holzhaus. Im Holzhaus geht es dann die Treppen hinunter. Und nach den Treppen geht es dann in den Estelle State hinein. Gut, und nach dem Estelle State geht es dann direkt vor die Haustür im Wald. Und dort kommt was ganz Interessantes. Und zwar, du gehst dann den Weg entlang. Und das Ganze ist jetzt natürlich in MDR gemacht. Das heißt, du wirst hören, wie der Bach wirklich da fließt, wie er links ist, wie du da vorbeigehst, wie er links so fließt. Und wenn du dann weggehst, dann wirst du richtig hören, wie er sich entfernt und solche Sachen. Das Ganze ist dann dazu gedacht, dass es so realistisch wird, dass du dich verlierst da drin und dadurch die ganze Sache viel stärker und intensiver wird. Ja. Dann geht's natürlich zum Meer, dann schwimmst du eine Runde, tauchst sogar, und du wirst in MDR mit Kopfhörer natürlich dann richtig hören, wenn du unter Wasser bist, wie hier alles pluppert und so. Und dann legst du dich hin, dann schläfst du ein, dann kommt ein Regen und dann geht's dann auf die Insel. Ja, und auf der Insel ist ganz interessant. Auf der Insel geht's dann durch einen Wald, durch einen ganz speziellen Wald, wo ganz spezielle Vögel sind, das wirst du dann hören. Und dann kommst du in eine Höhle, und in dieser Höhle gehst du dann in die Zustände hinein von Gate 11 und von Gate 12. Das heißt, wir aktivieren die Codewörter Body Heal, Mind Heal, Emotional Heal, Soul Heal, Merge und das Codewort Avatar, damit du natürlich deine Chakren öffnest und alles reinigst und loslässt. Weil das ist wichtig, weil wir nämlich in die höheren Zustände wollen, dann sind das ganze Gate-Programm basiert ja aufeinander aufbauend auf. Das heißt, wenn du jetzt natürlich Gate 11 und 12 vorher trainiert hast und jetzt wirst du mit 13 richtig viel Freude haben, weil jetzt werden die Codewörter richtig schön wirken und jetzt wirst du auch den Sinn dahinter vielleicht verstehen, ja. Dann liegst du dort in so ein Kristallbett hinein in der Höhle. Und dann geht es eben in die ganzen Zustände, dann in den Avatar-Zustand, und vom Avatar-Zustand geht es dann in den Zustand High, du wirst dann gekoppelt mit deinem höheren Selbst, und dann wird das höhere Selbst mit dir in Kombination
diese Methode machen, wo wir dann diese ganzen, wo wir dich in diese, also wo ich dich in diese Zustände hineinführe, und das höre selbst von dir, und zwar in den Zustand der Liebe, Freude und Frieden, ja. Und das ist aufbauend, und danach geht es dann um das Loslassen, und dann geht es in den Awakening-Zustand, und der wird dann auch nochmal verankert, eben mit dem Codewort Awake und mit dem mit der Visualisierung, dass du in die Sonne schaust und die Sonne dich erleuchtet. Ja, ja, und das war's schon. That's it. Ja, Gate 13 dauert aktuell 60 Minuten, ja, in der Vision. Es ist ein bisschen lang geworden, ja, ich weiß, aber es ist zwingend notwendig. Die Vertiefung war mir sehr, sehr wichtig, und die Visualisierung bis dahin, denn desto länger du visualisierst und dann eine Hypnose machst für die Verankerung von emotionalen Zuständen, dann wirken die Zustände viel eher. Und darum ist es mir wichtig gewesen, dass ich da statt 45 Minuten auf 60 raufgehe, damit du einfach einen viel stärkeren Effekt hast, weil die Visualisierung vorher sehr intensiv war. Darum auch der Weg und das Tauchen und im Urwald und so. Ja, ganz wichtig ist, ich wiederhole es einfach nochmal, weil es so wichtig ist, die Zusammenarbeit mit der neuen Version von der Morning Night, der Version 3.0. Diese erscheint am 8.4. am Freitag, und dann wirst du das Zusammenspiel von beiden perfekt umsetzen und dich jeden Tag wie eine Welle immer höher schlagen lassen. Zum Thema Erleuchtungszustand habe ich ein Video gemacht, und zwar beziehungsweise mache ich auf meinem eigenen Kanal, auf dem Marco Lorenz Kanal, wo ich viel intensiver über das Thema Erleuchtung rede, wenn dich das Thema interessiert, und auch in Kombination über Dr. David Hawkins, über seine Arbeit, was der alles so gemacht hat und wie das Ganze funktioniert. Da habe ich eben mein eigenes Video dazu, dass, wenn es fertig ist, werde ich es dir hier unten auch verlinken. Ja. Also, die Tore sind ab jetzt offen für G13. Ich wünsche dir viel Freude damit. Ich wünsche dir einen Erleuchtungszustand. Ich wünsche dir sehr hohe Bewusstseinszustände. Und wie gesagt, es muss nicht sein, dass du sofort diesen Zustand erlebst, aber du wirst merken, in Zusammenarbeit mit der Morning Night wirst du jeden Tag einfach wie eine Welle immer höher mit deinem Bewusstsein kommen. Du wirst sofort auch bei der, wenn du die G13 hörst und danach die Morning oder Night hörst, 1-2 Tage, du wirst unmittelbar nach der Morning Night sofort sehen, wie du in einem anderen Zustand bist, und du wirst dich den ganzen Tag in diesem Zustand aufhalten, des Nichtwertens, des alles einfach Sehens, wie es ist, ohne dass dein Gehirn damit irgendwie kalkuliert, ja. Und du wirst merken, wie das dann jeden Tag intensiver wird, und dann schau dir einfach das Video an zur Nutzung, wo ich dir dann Techniken zeige, die du noch machen kannst, um dich viel schneller in diesen Zustand hineinzuführen. Okay, so viel von mir. Ich wünsche dir alles Gute, viel Freude bei der G13, wenn du es gehört hast und Zustände erlebst, andere Bewusstseinszustände, auch bei der Morning Night. Bitte, bitte, bitte schreib mir im Shop ein Testimonial, damit ich einfach sehe, was für Feedback kommt da, wie kann ich das in Zukunft noch besser optimieren und wie wirkt das Ganze bei dir. Also, bis bald. Ciao.